reingeschaut. Hallo Freunde der guten Film- und Serienunterhaltung. Willkommen zu Weltpremiere des Podcasts Reingeschaut. Ich habe mir mit zwei ausgewiesenen Serienexperten die neue Netflix-Serie Umbrella Academy angeschaut. Ist am 15.02. rausgekommen, hat 10 Folgen und wir haben sie alle geguckt und werden jetzt mal darüber sprechen. Mit mir dabei ist Henry, grüß dich. Guten Tag. Und Hanna. Hallo. Ja, am 15.02. rausgekommen, basiert auf einer Comicreihe, hat 10 Folgen, fand ich, ist eine ziemlich angenehme Staffellänge, 10 Folgen so. Was würdet ihr sagen? Ging schon klar, ja. Ja, kann man auf jeden Fall gut gucken. Auch wenn die Folgen selber, fand ich, etwas lang waren. Ja, also ich finde 45 Minuten ist so länger, also ich kann mich länger konzentrieren, aber würde ungern länger schauen. Ja, also die waren ja, meine ich, 55 Minuten lang so im Schnitt, aber wurde dann doch irgendwann etwas zu lang. Obwohl es natürlich, das bei Netflix, glaube ich, normal ist, dass sie so 50 Minuten lang sind. Ja. Halten wir uns nicht mit Formalia auf, fangen wir direkt mal bei der ersten Folge an. Ich weiß noch, dass als ich die geguckt habe, es fing ja, glaube ich, mit der Szene an, wo die in so einem russischen Schwimmbad waren. Ja, genau. Und da war, glaube ich, die Story zwischen diesem Jungen und diesem Mädchen und das Mädchen rückt ins Wasser und ist einfach schwanger. Ja. Und so beginnt die Geschichte und die werden dann alle adoptiert von Sir Harold Jenkins, glaube ich, ist sein Name. Nein, das war Reginald Hargreaves. Hargreaves. Wir waren Harold. Ach, Harold Jenkins war jemand anders. Jenkins war jemand anders, ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand. Sie wirkte ein bisschen skurril in der ersten Folge. Auf jeden Fall. Da war diese eine Szene, wo dieses Haus gezeigt worden ist. Und auf einmal haben alle angefangen zu tanzen zu einem Lied, wo ich dachte... Das war am Ende, ja, genau. Ja. Das ist jetzt ein bisschen unpassend. Am Ende der ersten Folge, das stimmt. Ich finde so, die hat so ihren komplett eigenen Erzählungsstil. Also auch bereits in der ersten Folge, finde ich, merkt man das. Und das ist irgendwie ganz anders. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, um das wirklich alles so... Ja, gut finden zu können und alles so toll finden zu können. Es hat auch so einen sehr eigenwilligen Style gehabt, fand ich am Anfang. Ja. So auch wie da der Vater dargestellt worden ist, so sehr comichaft mit Monokel und Zylinder und allem. Oh, boah, das war ja schon wirklich extrem. Ich glaube, in jedem anderen wäre der Bösewicht gewesen. Ja. Ja, obwohl ich fand, dieses Skurrile hat einfach zur Story gepasst. Die waren alle so skurril und dann passte das einfach, dass es so mit so einer auch komplett verstörenden Szene am Anfang so drankam. Als ich die geschaut habe, dachte ich so, hä, was geht denn jetzt ab so? Und auf jeden Fall ein richtig cooler Start, fand ich. Ja, dann wurden, glaube ich, alle nacheinander so vorgestellt. Und ich glaube, bei manchen wurden auch schon die Fähigkeiten gezeigt. Ich glaube, da gab es, glaube ich, doch auch direkt in der ersten Folge so einen Einsatz, wo alle gezeigt, wo die in so, einem, in so einer Bank sind und dann alle Fähigkeiten gezeigt werden. Was? Es werden immer sehr viele Rückblenden gezeigt. Genau, das war mal nicht auch direkt in der ersten Folge. Was ich ein bisschen krass fand, dass die haben alle Superkräfte, ne? Ja. Dass die schon ein bisschen unfair verteilt sind, so, weil ich glaube, Allison war das, die kann ja mit ihrer Stimme. Die erzählen Gerüchte und die sind dann warm. Und das ist einfach mit Abstand, die war einfach so die krasseste Superkraft und Diego, okay, der kann Messer werfen. Aber das sieht cool aus. Das sieht cool aus, aber... Das sieht sehr viel cooler aus. Ich weiß nicht, das ist nicht ein bisschen ungleich verteilt und der eine ist einfach nur stark, weil er so einen Saft bekommen hat. Der ist auch vorher schon stark. Dafür war er auf dem Mond. Die anderen alle nur so, ich meine, der war so... Ja, okay, stimmt. Das war eigentlich ganz cool. Und dann halt Klaus, ne? Ich meine, was soll man zu Klaus sagen? Aber ich glaube, so ein Spezialfall. Wenn Klaus halt auch einfach diese Fähigkeit hat, ich glaube, da wäre jeder verrückt geworden, oder? Wenn man es nicht kontrollieren kann, dass Tote mit einem sprechen können, also wer wäre da nicht verrückt geworden und hätte zu Drogen gegriffen? Ich glaube, in Folge 7 oder so, also jede Folge baut ja irgendwie so, zumindest am Anfang, so leitet ja so ein bisschen die Backstory von einem Charakter ein. Genau. Und ich glaube, Folge 7 war das über Klaus. Meine ich, also so, das war zumindest relativ weit am Ende, wo man auch gesehen hat, wo er dann einmal ins Krematorium da eingesperrt wurde. Zu Abhärtung oder genau, zum Training. Genau, damit zum Training. Ne, der Vater hat, der Reginald Hargreaves hat ja da alle seine Kinder so hardcore trainiert. Dass dann im Krematorium dann so die ganze Schreie, so, das war tatsächlich mal fand ich eine Gruselszene.
Da kann ich, also ich hatte die ganze Zeit, ich hatte volles Verständnis für Klaus. Also ja. Ich habe Klaus am Anfang, ich habe ihn überhaupt nicht gemocht am Anfang. Der war einfach so unnormal überdreht und weiß ich nicht. Ich fand gerade das an dem super. War drüber. Am Ende ist er mir aber sympathisch geworden, muss ich sagen. Ja. Als er dann, ich glaube ab Folge 8 oder so war der dann wieder, war er wieder clean. Ab Folge 8. Und clean hat mir echt besser gefallen, weil er da echt ein paar gute Ideen hatte. Ja, er ist halt einfach so ein bisschen verrückt. So, und dementsprechend verhält er sich auch. Also ich glaube nicht nur, dass das an den Drogen liegt, sondern auch einfach an seinem sprunghaften Charakter. Ja, also als ich die erste Folge so geguckt habe, dachte ich, ja okay, das ist jetzt eine Gruppe Superhelden und die werden jetzt irgendwelche Verbrecher jagen. Aber diese, ja dieser, ja, ich will nicht sagen Plot-Twist, aber diese Enthüllung am Ende, dass die Welt untergeht. Also, dass er Nummer 5 ja aus der Zukunft gekommen ist und gesagt hat, ja, wir haben noch 3 Tage. Da ist es durch. Da ist der 3 Tage ist die letzten 3 Folgen, glaube ich, die ziehen sich über die, nee, die letzten 2 Folgen, die ziehen sich, glaube ich, über die letzten 3 Tage. Da kommt der Serienexperte durch hier. Ja, das fand ich war nochmal, das hat der Serie richtig erst den Anschub gegeben. Das macht es spannend. Ja, so Zeitlimits machen es ja generell immer spannend. Deswegen sind ja auch zum Beispiel die Mission Impossible-Filme alle spannend. Ja, ja, die durchgehen ja immer ein Zeitlimit haben. Oh, ich liebe die. Ja, die sind toll. Die sind so toll. Aber wir sollten wieder zurückkommen. Ja, ich meine, eure Schwärmerei könnt ihr außerhalb des Studios hier weiterführen für Tom Cruise. Machen wir gerne, du. Was ich auch mega interessant fand, war, das war gar nicht so krass thematisiert, weil Nummer 5 ist ja in die Zukunft gesprungen. Also an den Tag nach der Apokalypse und hat er, ich weiß nicht, waren das 50 Jahre oder was? Ja. Da, ja, ich glaube, er 40. Aber, der meinte irgendwie so 40 Jahre und dann ist er halt ja in diese Agentur gekommen, in die Zeitagentur, genau. Und da war er quasi unter Menschen, aber ich glaube trotzdem noch alleine und ich glaube, das hat ihn auf jeden Fall sehr geprägt. Der war ja dann so ein, oft so ein Zeitauftragskiller, aber wenn die Sachen machen musste. Aber ich fände es viel interessanter mal zu sehen, was er in diesen 40 Jahren, die er da alleine durch die Welt gelaufen ist, gemacht hätte. Ja, der hatte doch da seine Frau. Der hatte seine Schauspielpuppe. Ausstellpuppe und... aber nur den Oberkörper, komischerweise, ne? Er hat immer nur den Oberkörper gesehen. Der hat auch nachher nur den Oberkörper abgemacht, als der die im Kaufhaus wiedergeholt hat. Ich dachte, er ist wohl zerballert. Nein. Nee. Kann ja sein. Der hatte die ganze Zeit mit der Puppe gesprochen. Und in der, ich glaube, weiß in der letzten Szene, wo er die zurückgibt, und da war eine Szene, die habe ich, glaube ich, nochmal zurückgeschrieben, um mich nochmal anzugucken, weil da hat diese Puppe sich bewegt. Habt ihr das auch gesehen? Die hatte Tränen in den Augen. Ja? Habt ihr das gesehen? Das war so krass. Nee. Ich dachte nur so, ist sie jetzt doch real gewesen oder was? Ja, das hätte ich mir auch gedacht. Die muss ja real gewesen. Als ob der so verrückt ist, dass er auch in der richtigen Welt, also weil der wirkt ja sonst kann normal dass er total mit einer Puppe geredet hat. Ja, okay, aber man kann sich das jetzt angesichts seiner Situation... Aber mir war 5 halt jetzt nie sympathisch, weil ich fand den so übertrieben arrogant. Ne? Das fand ich schon übertrieben. Ich habe das alles so durchgemacht und ich bin der Einzige, der es versteht und Er ist ja auch der Älteste. Ja, aber trotzdem kann man sich ja angemessen verhalten und sagen so, ey Leute, die Welt geht unter, lass uns jetzt mal alle zusammensetzen, anstatt sein Ego-Ding durchzuziehen. Vor allem dann geht er erstmal zu Vanya, die da noch normal war. Die eigentlich normal ist. Und erzählt ihr das, anstatt jetzt anstatt seine Familie zusammenzurufen. Anstatt jetzt allen nur beim Begräbnis davon, also Begräbnis war es ja jetzt nicht wirklich, vom Vater. Ja. Aber Vanya hat eigentlich gar nicht so richtig krass darauf reagiert, oder? Für die war das halt total viel. Für sie war nur die krasseste Erscheinung quasi, dass er mit dieser Puppe gesprochen hat. Weil sie meinte ja so irgendwie, er meinte so, er hat das halt nur durchgestanden wegen dieser einen Person. Und da meinte sie so, ja, wer ist das? Er hat ihr das, glaube ich, so erzählt. Und sie dann so, oha, ich bin voll geschockt. Die hat es nicht geschockt, dass der Weltuntergang bevorsteht. Ja. Nein, sondern dass er mit einer Puppe verheiratet war. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Das ist manchmal so ein bisschen, hat das die Serie aus den Augen verloren, dass es eigentlich darum geht, wir müssen den Weltuntergang verhindern. Ja. Oft waren dann irgendwie so zwischenmenschliche... So Seitenplots hat das dann ganz viel. Ja, aber ich fand, das war auch ganz wichtig, so die Seitenplots, weil nur auf den Weltuntergang konzentrieren. Ich meine, 5 hat das ja durchgehend gemacht. Der hatte ja nur dieses eine einzige Ziel. Und die anderen, die wussten es ja am Anfang überhaupt nicht. Die wussten es, meine ich, für einige Folgen nicht. Bis er dann nochmal zur Agentur ging.
Und denen haben wir dann auch gesagt, jo, ich habe eure Leichen und alles gefunden. Ja, das braucht nochmal, es brauchte ein bisschen, bis sie es auch, bis sie das auch gecheckt hatten. Wir hatten gerade über diese Puppe von Nummer 5 gesprochen. Wenn wir jetzt zu anderen nicht wirklich menschlichen Personen kommen, kommen wir auch zum ziemlich interessanten Charakter, fand ich, war Mom, wurde der genannt. Mhm. Dieser, ich weiß gar nicht, was Roboter. Es war. Es ist ein Roboter. Es ist ein Roboter. Es ist den Hargreaves quasi für seine Kinder erschaffen hat, damit sie halt die Mutter ist, die er halt nie sein konnte. Also er war ja nicht wirklich eine als Vaterfigur. Kindermädchen. Als Kindermädchen. Ja. Aber er hat dann diese Mom entworfen, damit sie halt jemanden haben, um, keine Ahnung, emotionale Sachen oder so loszuwerden. Die hatte, ich glaube, ziemlich früh hatte die ja einen Defekt in der Serie und wurde dann, glaube ich, von Diego ausgeschaltet und wurde dann von Pogo, also diesem Affendiener, da den fand ich cool, wieder zusammengeflickt. Aber der hat auch viel gelogen, der Pogo. Das stimmt. Ja. Ich dachte, der hat das viel ist, gelogen. Ja. Also dafür, dass er immer so als loyal hingestellt wurde, ich glaube, der war immer loyal zu Hargreaves, aber so zu den Kindern eher nicht so. Der wirkte so süß und alle dachten, das ist... das ist der Held der Serie, der, den mag jeder, wie die Minions Held aus. Ich einfach unverbesserlich. Ich find die dabei schlimm. Hat der. Du findest sie schlimm? Der wusste ja. Die regen mich auf. Der wusste ja. Der wusste eigentlich diese alles. Stimmen. Der wusste alles, aber hat das denen nicht gesagt. Ja, der wusste echt. Das, der hätte dir so viel früher irgendwie. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so sympathische Figur. Ja, aber ich fand. Diese Mom-Figur fand ich interessant, weil es die repariert worden ist. Hatte die ja, glaube ich, mehr ein eigenes Gedächtnis, würde ich sagen. Ja, weil sie sich dann auch gegen diese Regeln gestemmt hat, die sie vorher hatte. Also, dass sie nicht in den Park gehen durfte. Ja, so selbstständiger das, ist sie auf jeden Fall geworden, ne? Ja, ja, aber das hat sich ja dann auch wieder erledigt, weil, das war ja die Folge, den Tag, den es nie gab, Folge 5, der dann ja wieder gelöscht wurde, wo das dann alles wieder revidiert wurde. Ja. Und danach ist sie auch, als das Haus dann zusammengestürzt ist, ist sie ja nicht... Irgendwie stimmt. Aus dem Haus rausgelaufen. Die ist nee, da nicht war ja aus nichts. Dem Haus geflüchtet. Das war nur diese Folge, die dann quasi, die man auch nicht ignorieren. Es war, glaube ich, wichtig, dass sie da war. Aber für die Zuschauer. Sie ist dann am Ende doch gestorben, oder? Ja, am Ende war sie dann weg. Das fand ich auch schade, weil ich glaube, das wäre eine interessante Figur noch gewesen. Weiß man ja nicht. Sie sind ja dann jetzt am Ende durch die Zeit gereist. Ne? Deswegen genau, vielleicht kehrt sie zurück. Ne? Wird man ja sehen. Oder ich meine, sie müssen ja davor nach hinten reisen. Also allein wenn sie schon eine Stunde zurückreisen, ist man ja schon wieder da. Ja. Stimmt. Jetzt müssen sie sich, ich denke mal, sie müssen sich ja dann um Vanya kümmern. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja. Ich frage mich auch, ob Nummer 6, der ja verstorben ist und mit dem nur Klaus sprechen kann, weil er ja nur mit Toten spricht, quasi, oder halt immer mit er irgendwie dabei ist immer. Ich frage mich, ob der vielleicht dann sichtbar wird oder so, weil... Irgendwie, also es könnte ja auch sein, dass sie viel früher in die Vergangenheit reisen, weil Nummer 5 das immer noch nicht drauf hat oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das wäre richtig, richtig cool, glaube ich, wenn er dann wieder leben würde. Kommen wir mal ganz kurz auf die Gegner zu sprechen, sage ich mal, von der Umbrella Academy. Das ist ja diese Zeitagentur. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, deren Aufgabe ist es, den Lauf der Geschichte so beizubehalten, wie er ist. Dass Dinge, die geschehen sollen, auch geschehen. Und dadurch, dass es den freien Willen gibt, kümmern sie sich darum, dass es den freien Willen quasi nicht gibt und Sachen, die die Zeit beeinflussen könnten, die Leute werden umgebracht. Ja, irgendwie dieser Zeitfluss beigehalten. Also genau, der soll geradeaus weiterlaufen. Ich glaube, Nummer 5 hat ja auch den Auftrag, John F. Kennedy dann zu töten, weil dieser Parade, was ja auch im echten Leben, also hier in der Realität abseits der Serie passiert ist. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da irgendwas mit nicht rechten Dingen zugeht, weil, wer erschießt halt so einen Präsidenten, ne? Ich meine, ja, stimmt. Schon krass. Also so als... Ich finde das auch so ein Thema, wo, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial für eine zweite Staffel ist. So was. Ja. Sie haben ganz viel Stoff, was sie noch reinbringen auf können. Auf jeden Fall. Und die haben alle Zeitagenten, sage ich mal. Und ich glaube, Chacha und Hazel hießen die auch Nummer 5 angesetzt werden sind. Und das auch, also Hazel, das war der Mann, ist auch so ein Charakter, der den ich mega sympathisch gegen Ende fand. Der hat sich ja dann in die Donut Lady verliebt und stimmt, der hatte seine eigene romantische Geschichte. Und wollte er dann auch nicht weitermachen.
Er wollte aussteigen. Wegen ihr, wegen der Donut. Haben die ja den Auftrag von Nummer 5 bekommen, sich gegenseitig umzubringen. Ja. Und er hat sie ja auch nicht umgebracht. Er hat ja auch die Chance, aber sie hat ja auf diesen Duke vor, also, glaube ich, war das, ja, geschossen und hätte ihn kaltblütig umgebracht. Ja, jetzt zum Kontext: 5 hat nicht nur einmal für die Agentur gearbeitet, sondern ist halt dann ausgestiegen und dann noch. Ja, ja, klar. Genau, ja. Ist dann nochmal zur Agentur zurückgekommen und war dann in der Verwaltung und kein Attentäter mehr. Und hat dann quasi die Agentur ausgetrickst und hat selber einfach Nachrichten an Hazel und Chacha geschrieben, dass die sich gegenseitig umbringen sollen. Per Rohrpost, ne? Genau, per Rohrpost, ein Rohrpost. Ich finde Rohrpost ja super. Das sieht einfach witzig aus. Also die tauchen auch überall auf, ne? Im Badezimmer, genau, zwischen den Fliesen irgendwie oder keine Ahnung. Bowlingbahn kam sie auch mal vor, dann Getränkeautomaten, kam unten ja so eine Kapsel raus. Ich glaube, die werden ja dann immer an die nächste verfügbare Öffnung in der Nähe von denen geschickt. Aber die Frage ist halt echt so, wer steckt hinter dieser Organisation? Agentur, ich glaube nicht diese Frau. Ich glaube auch nicht. Nee, sie meint ja auch nur, sie wäre ein kleines Rad, das sich dreht in dieser Agentur. Ja, genau, das glaube ich auch. Und was ich ja ganz, ganz komisch fand, war ja ein Körperwechsel, was ja dann gemacht wurde, was ja dann gemacht werden sollte für 5, ne, weil der dann als 13-Jähriger rumläuft. Nee, 15-Jähriger, genau, 15-Jähriger war er. Ja. Obwohl er ja eigentlich schon Ü50 ist. Wie die den Geschmack eines Jahrzehnts in ein Bonbon gepackt haben. Genau. Das ich will dieses cool. Bonbon haben. Ich will wissen, wie die 50er Ja, für spielen. Welches Jahr? Ja, 1950er waren es. Ach so, ja. Was dann aber auch ein Trick war, weil da ja auch eine Wanze versteckt war oder so ein Ortungsgerät. Die Süßigkeiten waren in der Agentur. Ja, ja, genau. Und da war ja ein Ortungsgerät versteckt, oder? Nee, das war dann am Ende der Kapsel. Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Das Ordnungsgerät war in der Kapsel drin. Weil die wissen, die schicken die Kapsel ja nicht gezielt dran, die schicken die an Personen. Ach so, und, das kann auch sein. Dann, die wissen ja nicht genau, wo die sind. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es ein Bonbon war. Nee. Ziemlich sicher. Also das Ordnungsgerät. Also welches denn? Der hatte ja zwei. Als sie in der Bowlingbahn war, ich glaube letzte Folge, genau, da hat er eine Rohrpost bekommen, hat sich dann gefragt, die haben die mich gefunden. Und dann hat die Bonbons aus der Tasche geholt, die er sich in der Agentur genommen hat. Und ich glaube, da war dieses Ortungsgerät drin. Kann auch sein, dass ich gerade einfach irgendeinen Müll da war. Aber ich glaube, es war so. Ich dachte, das Ortungsgerät ist aus dem Ding rausgefallen. Obwohl, es kann natürlich auch sein, dass die Agentur gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil am Ende explodiert ja alles wegen Nummer 5. Die Zeitkoffer, ne? Ja, obwohl, naja, es kommt alles drauf an, weil die Zeit dann ja wieder zurückgesetzt wird. Aber theoretisch hat ja Nummer 5 das ganze Gebäude in die Luft gejagt und auch die Zeitkoffer. Vielleicht ist die Zeitagentur unabhängig von der normalen Zeit. Wurden ja nur fast alle Koffer zerstört und die Frau hat ja auch überlebt. Obwohl die eine Granate direkt am Fuß hatte. Genau. Ja. Also, die hat überlebt. Ja, die haben ja, also der hat ja nicht das Gebäude gesprengt, sondern nur den einen Bereich und dann ist dann geflohen, damit ihm dann möglichst keiner folgen kann. Ja. Das stimmt. Kommen wir mal zu den Themen, die, glaube ich, die Zuhörer sehr interessieren. Die Beziehung zwischen Luther und Allison. Oh. Wo ich finde, eine so kongeniale Szene aufgetreten ist, als dieser Tag, der dann nachher nochmal neu aufgelegt worden ist. Da waren die in einem Park und jeder dachte, jetzt kommt irgendeine ultra kitschige Liebesszene. Ganz, ganz kitschig. Und dann das fand ich schon fresh. Dann wurde einfach irgendwo so Leuchten runtergefahren und die haben einfach so getanzt. So anstatt, dass sie so eine Liebesszene draus gemacht haben. Aber das ist doch eine Liebesszene. Die haben getanzt. Die ist ganz und dann kitschig. Sind die so quasi ja zusammen, dann wollten die zum Flughafen, um die Tochter von Allison, ist das die Tochter? Ja, ist die Tochter. Die Tochter von Allison nochmal einmal zu sehen, weil sie halt wissen, dass sie sterben werden. Ja, aber es war ja... Es war sehr, sehr kitschig. Aber es ist schon was schön. Anderes, als wenn die gesagt hätten, als hätten die einfach so ihre Liebe gestanden und dann wäre so melancholische Musik gekommen. Da war doch so eine Tanzszene. Ja, Marc ist anscheinend hier der Romantiker in unserer Runde. Nee, also es war okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so neutral oder so gehalten wurde. Aber man hat schon gemerkt, dass jetzt so ein Happy End kommt. Und der Körperbau von Luther wurde verändert. Der Körperbau von Luther wurde, meine ich, also die Tanzszene wurde da verändert. Also da war er muss ja. Ja, war er dann wieder normal. Und dann am Ende, wo dann die Lichter wieder weg waren, da war er dann wieder der 2x2-Meter-Mann. Ja, der Arme. Der hat einfach ein bisschen Tanztraining von Jorge González bekommen. Und dann kann man auch mit dem Körperbau betanzen. Ne? Ja. Ja. Der Arme, der muss sich bestimmt immer seine Klamotten anpassen lassen. Also als ob der in einem normalen Laden irgendwas finden
kann. Ja, das, so. Das macht gar keinen das Sinn. Das sind seine Probleme vor dem Weltuntergang. Der passt bestimmt auch nicht in die Kleiderkämpfen. Aber... Stimmt, der kann sich ja bei gar nicht bei H&M könnte das eng werden. Ja, aber auch generell, ich finde diese Umkleiden immer so eng. Ich kann das gar nicht. Nee, es regt mich auf, diese Enge. Immer stuße ich irgendwo gefühlt an. Das ist jetzt ein anderes Thema. Problem habe ich ja nicht. Manchmal sind sie auch so richtig riesig. Ja, denkst du hier? Ja, okay, kann ich ja aber die Zelten meisten... Gehen. Zu Zelten gehen. Wir müssen ja nicht immer in diese Luxusläden gehen, Marc. So wie ja? ich. Ja, ja, also Luther hat da bestimmt ein paar Probleme, hat bestimmt seinen Privatschneider, weil es ist bestimmt Pogo. Pogo kann ja alles. Ja, oder ist ja Pogo Mom, ist ja Mechaniker. Genau, Mom, die macht ja auch alles. Auch ja, Pogo, der hat ja auch dann Mom repariert. Ne? Aber ich fand auch, man hat direkt in der ersten Folge gemerkt, dass da irgendwas zwischen ihnen ist. So, ich weiß auch nicht warum, ob das einfach an mir liegt, aber ich habe das schon direkt in der ersten Folge irgendwie diese Stimmung zwischen den beiden Funken gespürt. Gesehen. Ja. Hast du Funken gesehen? Ja, die Funken der Liebe, genau. Kommen wir zum anderen Liebespaar und zwar zu Vanya. Über die Figur, das ist eigentlich die Hauptfigur der ja. Serie, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und ihrem Leonard Peabody. Oh nein. A.K.A. Harold Jenkins. Der Typ, der die Apokalypse... Ich wusste nein, 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 der hat die nicht verursacht, sondern nur das ins Rollen gebracht. Ja, hat sie ja ausgelöst, das aber muss nicht verursacht. Man sagen. Ja, ja, stimmt. Verursacht hat sie ja Vanya. Ich finde, Vanya ist so der heimliche Star irgendwie. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat sie so richtig für mich zu einem Lieblingscharakter entwickelt. Bei mir überhaupt denn, nicht. Ich fand Diego ganz toll, aber ich fand Vanya ganz schlimm. Ja, aber also nicht ja. schlimm, aber jetzt war mir ziemlich egal. Es ist so ein bisschen die Harry Potter Story, finde ich. So ja. Das Mädchen, was keine Kräfte hat und am Ende doch. Und sie ist immer so die Ausgestoßene. Und mir war dieser Leonard... Als er in der ersten Szene kam, der war schon ein bisschen... Ich dachte schon, irgendwas ist mit dem. Der ist mega seltsam. Ja. Wie er da irgendwie so eine Figur von ihr geschnitzt hat in seiner Tischlerei. Das war aber nicht die erste Szene. Die erste Szene war, wo er ja, in ihre Wohnung nicht kommt. Die erste und dann, Szene einer der nächsten Szenen genau, mit Harold Jenkins. Also ich fand das gar nicht mal so komisch, dass er eine Figur von ihr geschnitzt hat. Ich habe nur Verdacht geschöpft beim ersten Mal, als er da irgendwie in der Wohnung von ihr stand. Ich dachte so, was macht der Typ in ihrer Wohnung bitte? Ja. Weil ganz ehrlich, er den Schlüssel zurück. Das hat Allison hat das ja auch gedacht. Die dachte ja auch, was ist. Das war eine seltsame Figur. Und dann hat er sie ja ziemlich clever, sag ich mal, in diese Hütte da gelockt, damit sie ihre Fähigkeiten trainieren kann. Ja. Und ich fand es ein bisschen schade, dass er gestorben ist. Nee, ich finde, das hat der Typ verdient, da wäre er komplett irre. Ja, er war irre, aber ich fand, das war eine clevere Art des Gegenspielers. Weil er war ja gegen die Umbrella Academy, aber war irgendwie, er war ja Vanyas Freund und konnte deswegen Vanya so auf seine Seite ziehen. Ich hätte das auch nie im Leben gedacht, dass sie ihn einfach so sterben lassen. Ich fand das richtig gut, dass sie den sterben lassen, weil ganz ehrlich, der hat Vanya richtig scheiße behandelt. Allein dafür schon hat er den Tod verdient, ganz ehrlich. Also zumindest in der Serie, ne? Leute, wir sprechen also hier nur von der Serie. Ich hatte folgende Theorie zu Harold Jenkins. Und zwar, er ist ja auch am gleichen Tag wie die ganzen Leute aus der Umbrella Academy geboren. Ich hätte gedacht, doch, das hat er nämlich gesagt in diesem Rückblick, dass er... Ich war sowas von überzeugt, dass er auch eine Superkraft hat und die irgendwie, vielleicht kam und dann Vanya sich mit Vanya anfreundet, damit die sich zusammentun oder sie ihm vielleicht zeigt, wie man die Superkraft. Ich war da so überzeugt von, ich war so enttäuscht, dass sie einfach so haben sterben lassen. Nee. Weil das so eine einfach gute Figur. So, also Vanya war dann echt pissig und hat ihn dann mit den ganzen Küchengeräten getötet. Er hat ja schon vorher ihre Schwester umgebracht, was ich. Nee, was hat sie nicht. Sie ist nicht gestorben. Nee, war nur und die außerdem war das Kehle ein durch. Unfall und Harry Jenkins hat aber sie ja extra getötet. Sie hat ihre Superkraft verloren, Allison, durch den Angriff, das muss man sagen. Obwohl jetzt durch die, man weiß ja nicht, durch die Zeitreise kann, stimmt, muss da ja sind nicht sie alle sein. Jünger geworden, haben sie die alle ihren sind Jugendkörper ja alle bekommen. Wieder Kinder. Genau. Und frage mich echt, ob der Ben, der Verstorbene, ob der dabei ist. Weil die waren da ja alle wieder Kinder und Ben ist ja mit 16 oder so gestorben. Deswegen, ich freue mich voll auf den Charakter von Ben, wenn er wieder dabei wird. Ja, Ben fand ich auch gut. Das wäre mega nice. Ben fand ich auch gut. Ich fand ihn so lustig, immer so Klaus so, ja, wenn Ben hier wäre, würde er mir zustimmen. Und Ben so, sicher nicht.
Ja, was hat, das seine Superkraft war, glaube ich, hat so Arme irgendwie aus seinem Körper. Der konnte so Tentakel aus einer Dimension, holen und dann damit alles umbringen. Und dann war er so ganz voll mit irgendwelchen Körperflüssigkeiten. Also Ben wird auf jeden Fall ein Charakter sein, der ziemlich interessant werden konnte. Ja. Und ich finde, Mom ist immer noch ein interessanter Charakter und ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Ja. Kommen wir mal zu einer Frage, die hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Ne? Vielleicht könnt ihr da Abhilfe leisten. Und zwar, Luther war auf dem Mond. Ja. 4 ja. Jahre. Ja. Ja. Hat Proben gesammelt und sie wurden nicht geöffnet von dem netten Herrn, der Vater. Sich Vater nannte. und seinen Sohn 4 Jahre auf den Mond geschickt hat. Warum hat er ihn auf den Mond geschickt? Ja. Weil ich fand, Luthers Theorie war ja gut. Der meinte ja, mein Vater wusste wahrscheinlich, dass die Apokalypse kommt und hat mich deswegen auf den Mond geschickt, weil das was mit dem Mond zu tun hat. Ja, wird ja in Folge 10 geklärt. Der Vater wurde in Folge 7, meine ich, dann geklärt, wo dann der Tag nochmal, Ja, es geht ja darum, dass kurz bevor er auf dem Mond quasi hingeschickt wurde, dass er diesen Unfall hatte und fast gestorben wäre und deswegen ja auch seinen Körper dann auf einmal so krass an Muskeln gewonnen hat zum und so. Affen dann wurde. Ja, irgendwie sowas. Und, ich glaube, es ging einfach darum, dass der Vater das nicht ertragen konnte, dass sein einziger Sohn, der jetzt noch übrig geblieben ist, quasi zu so einem Tier oder so verwandelt wurde und dass er einfach irgendwie Lufa quasi weggeschickt hat. Einfach um ihn nicht sehen zu können. Ja, nicht um ihn nicht sehen zu können, aber vielleicht auch ein bisschen abgeschlossen hat mit dieser Academy. Um ihm noch eine Aufgabe geben zu können, wo er sich dann wohl und wichtig fühlen kann. Genau, ich glaube, es geht so einerseits um den Vater, weil er sich vielleicht auch schuldig gefühlt hat, weil er ihn allein auf diesen Einsatz geführt hat, aber auch um Lufa, um ihm halt so eine neue Aufgabe in seinem Leben zu geben, weil er ja dann... Aber am Ende wurde der Mond, du hast gerade gesagt, der Mond wurde ja wirklich gesprengt, ne? Ja. Ja, und dadurch ist ja die ganze Erde quasi dann kaputt gegangen. Durch diese Bruchstücke vom Mond. Ja. Also vielleicht ist doch was damit zu tun gehabt. Nee, also die haben ja nur die Energie von Vanya umgeleitet. Die haben sie ja von der Erde weggeleitet und versehentlich in den Mond reingesprengt. Was Zufall, dass es auf dem Mond war. Ja, der Mond ist halt Luther zufälligerweise so quasi gegenüber von der Erde, ne? Ich meine... Ich meine, das ist beeindruckende Präzision dafür. Ich meine, das ist ziemlich weit weg. Aber nicht gezielt. Es wurde ja nichts vom Mond selber ausgelöst, was man hätte verhindern können, indem man auf dem Mond war. Aber ich hätte das Ende auch gut gefunden, hätte Allison Vanya erschossen. Muss ich jetzt mal leider in die Runde werfen. Ehrlich? Weil Allison, würde ich sagen, die bodenständigste Person. Und netteste Person und die auch Vanya ziemlich mag, muss am Ende dann sich Vanya opfern für die Allgemeinheit. Fand ich aber gut, dass es nicht gemacht hat. Ich fand es gut, dass es nicht gemacht hat, weil es hätte überhaupt nicht zu dem Charakter gepasst. Ja. Ein paar Charakterbiografie so überhaupt nicht. Und außerdem werden sie dann nicht durch die Zeit wieder zurückgereist. Ja, dann, ich weiß. Ja, doch, das denke ich schon. Das denke ich schon, aber jetzt nicht. Dann könnte es vielleicht nicht so spannend nicht so werden, wie sie das jetzt verhindern wollen. Dass, Vanya ist Vanya eigentlich mitgekommen auf diese Reise? Ja, du hattest sie alle, hatte sie alle mitgekommen. Die ist ja normal geworden, oder was? Nein, sie wurde dann einfach so. Sie sind alle wieder Kinder. Ja. Haben die Vanya mitgenommen? Ja. Ja, weil sie vielleicht, guck mal, wenn die Kinder sind, dann kann Vanya ihre Kräfte ja auch trainieren. Ja. Weil es ist ja ziemlich klar gewesen, dass Vanya eben diese Kräfte nicht kontrollieren kann. Und dementsprechend glaube ich, dass sie irgendwie... Ja, Nummer 5 verspricht sich davon, Nummer 5 verspricht sich davon, dass wenn sie den Auslöser für die Apokalypse mit zurücknehmen, dass es dann alles viel toller, besser und wird und überhaupt nicht mehr passiert. Das ist... Außerdem zeigt das ja auch von Familienzusammenhalt. Ich meine, sie wird ja immer krass ausgeschlossen. Ja. Und ich fand es halt gut, dass sie dann am Ende nicht erschossen wurde, weil das hat dann auch gezeigt, dass die anderen so sagen, so, oh ja, sie gehört halt doch zur Familie und wir haben sie alle lieb und wir können das jetzt nicht irgendwie zulassen, dass sie stirbt, nur damit wir alle anderen leben. So. Ja, die Familie ist auch immer mehr zusammengerückt so gegen Ende. Ja, cool. Also man hat gemerkt, dass dieser Tod des Vaters, der dann sich ja als Selbstmord herausgestellt hat, dann doch irgendwas bewirkt hat, was der alte Mann auch irgendwie wusste. Weil im Rückblick, oder nicht Rückblick, dieser Totenszene von Klaus. Ja, genau, als Klaus ja im Totenreich ist,
hat ja der Vater gesagt, dass er das so inszeniert hat, damit alle zusammenkommen und wieder ein Team werden quasi. Ja, diese Totenszene von Klaus, die fand ich auch ein bisschen seltsam. Wo der da rasiert wurde? Ja, weil, okay, also dass er mit Toten reden kann, ja, okay, aber dass er in dieses Totenreich kommt und da trifft auch dieses Mädchen, was Andeutung macht, dass sie irgendwie die Schöpferin ist. Apropos Schöpferin, was ich ja ganz interessant finde für Staffel 2, was vielleicht dann passieren könnte, das, was ich aus den Comics weiß, ist, dass... Genau, das ist eine Comic-Vorlage. Ach, Leute, es gibt Comics? Das basiert ja auf Comics. Und da gibt es nicht nur die 7, sondern ich meine, es gibt um die 60 von diesen Kindern. Ach so. Und... Das wird ja auch gesagt, genau. Dass, warte kurz, ich habe mir, glaube ich, dazu Notizen gemacht. Es wurde ja auch gesagt, dass da weitaus mehr, Aber er konnte, der Hargreaves konnte nur diese 7 bekommen. Ja, also den Rest. 43 Frauen weltweit haben dann halt am 1. Oktober 1989 diese Kinder geboren. Wie viele? 43 Frauen. 43. Und er hat halt nur 7 bekommen, oder waren es 8? Nee, 7. Vor allem, die wurden benannt nach den Millisekunden, wie sie nacheinander geboren wurden. Ja. Die sind ja nur echt? So ein paar Millisekunden auseinander. Das war aber nicht in der Serie, oder? Nee, war nicht in der Serie. Hast du die Comics gelesen? Nee, ich habe die Comics nicht gelesen. Ich hab mir mal ein Video über Kann die Serie dann noch angeguckt. Kann man Comics überhaupt lesen? Schaut man sich die nicht einfach nur an? Und das nennt man da trotzdem Comics lesen. Das ist ja mal ein Bilderbuch. Boah, jetzt wirst so viele Leute so aufregen. Nee, aber für mich sind Comics eher immer so, dass die Bilder für sich sprechen und der Text eher so nebensächlich ist. Denn ganz ehrlich, Text, aber ich finde irgendwie, Comic zahlt sich aus, dass man so gute Grafiken hat. Ja, wenn die Bilder nicht stimmen, dann kann der Text sagen, was er will. Wenn die Bilder scheiße sind, haut der Text auch nicht mehr raus. Seid ihr Comic-Leser? Nee, auch gar nicht. Nicht mehr. Wir haben ja diesen Laden hier um die Ecke, ne? Ja, genau, meine Freunde gehen da immer hin, ja. Dann echt? Comic-Laden. Ja, ich war da auch. Ganz nette Sachen. Ich war mal mit meinem Bruder. Ja, Comics. Auch ist... Also ich habe mir mal ein dieses Cover geguckt. Interessantes Thema. Das sieht ja, also dieses Cover von Umbrella Academy sieht ja komplett anders aus. Ja, es gibt ja auch ganz viel, es ist ja was anderes. Zum Beispiel Vanya ist ja in den Comics, verwandelt sie sich dann tatsächlich zur weißen Violine und färbt sich nicht nur weiß. In der 10. Folge ist sie doch auch weiß gekleidet. Ja, da wird sie weiß, aber in den Comics wird sie zu einer Violine. Ach so, sie wenn ich sie das verwandelt richtig in Erinnerung sich hab. In genau, eine genau, Violine. Wenn sie das, wenn sie ich das eine Violine. Also sie spielt ja in der Serie dann die Violine und ist weiß angezogen. Ich weiß nicht, ob sie weiß ist. Ja, die wird weiß dann. Wird komplett weiß. Die hat erst einen schwarzen Anzug und dann hat sie einen weißen Anzug. Wird alles weiß. Ja. Also das ist echt ein Punkt. Wo sind diese anderen Kinder? Die genau. Wurden die irgendwie noch ausgebildet? Einer ist nach meiner Theorie ja immer noch hier, wie heißt der? Harold Jenkins ist ein nein, es wurde im Voice-Over gesagt, das war eine stinknormale Schwangerschaft, eine normale Geburt, das war alles toll, bis dann die Nutter gestorben war ist. Ja, von Harold Jenkins ja wahrscheinlich auch. Nee, eben von denen. Eben von Harold Jenkins, die war normal, von allen anderen, die wurden erst an dem Tag schwanger. Aber warum wurde Harold Jenkins Geburt gezeigt? Also ja, nicht aus Fun, weil das der ist ja... Nee, weil der Charakter... Weil man, um das eben, um das zu zeigen, dass er eben normal ist. Aber er wollte ja in die Umbrella. Er wollte ja in diese Academy. Er wollte in die Academy und der Hagrid hat ihn aber nicht gelassen. Er hat sich so richtig verrannt in diese Sache. Das kann auch kein Zuerst waren das ja seine Kindheitshelden, es waren gleichaltrige Helden, aber halt so richtig außergewöhnlich und. Er wollte das halt haben auch so zusammengewohnt und er hatte ja so eine ganz schwierige Kindheit. Sein Vater war, glaube ich, auch Alkoholiker oder sowas. Ja. Das wurde ja in der Rückblende gezeigt. Ja. Und er hat sich dann einfach diese Fantasiewelt erschaffen, dass er halt auch dazugehört und jetzt gegen Verbrecher kämpft und so. Er hatte ja auch die Comic-Figuren da. Hat und den dann Anzug da selbst gemacht, ne? Auch selbst ausgeschnitten. Ja. Aber vielleicht kommt Harold Jenkins ja in der 2. Staffel wieder. Ist ja mit Zeitreise. Du stehst echt auf diesen Charakter, der kann das sein. Ja! Es ist. Die Geschichte ist noch nicht aus und ich sag's euch, wir werden vielleicht in einem Jahr hier sitzen und werde sagen: Ja, Marc, du hattest recht. Ich werde ihn auf gar keinen Fall in dem Punkt zustimmen, egal was passiert. Ich werde dir nicht zustimmen. Wieso? Ich werde nicht sagen: Marc, du hattest recht. Das werde ich nicht sagen. Harold Jenkins ist back.
Wer ist hinter der Zeitorganisation? Vielleicht. Nein, der war im Knast. Nein, Mann. Der war 17 Jahre im Knast. Vor allem, das ist auch richtig krass, oder? Der ist im Knast und dann seine erste Tat, das zeigt ja seine Besessenheit auch richtig von dieser Familie, so die sich dann halt auch ins Negative entwickelt hat. Dass er ja direkt nach dem Knast so andere Leute bauen sich vielleicht erstmal ihr Leben auf und der so direkt, ich muss jetzt zu Vanya und er ist zur Familie gegangen, hat dann gesehen, dass Klaus das Buch da weggeschmissen hat und hat dann daraus auch gleich, Vanya wird unterdrückt, die mache ich mal an. Der hat ja richtige Stalker-Qualitäten, ne? Das stimmt. Also wirklich, das ist mir echt gruselig. Ich würde ihm nicht gerne auf der Straße begegnen, ganz ehrlich. Ja. Das will ich aber keinem von denen. Doch, ich würde gerne Diego begegnen. Das ist doch ein netter Typ. Ich meine, der wirft durch Türschlitze Messer, die dann drei Bögen machen, um dann präzise zu treffen. Ich frage mich, der hat so gut wie nie Messer geschmissen. Auch mal eine gute Frage. Welche der Figuren jetzt, sag ich mal, nur von der Academy, fandet ihr am besten so? Gilt Pogo? Nee. Schade. doch, klar, aber, okay, Pogo. Geht Pogo. Ja, okay. Er ist eine Figur. Aber also wenn Pogo gilt, dann nehme ich Diego. Aber was willst du sagen? Ich weiß nicht. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich weiß jetzt nicht, ob ich so einen Lieblingscharakter habe. So, alle sind irgendwie so skurril an sich. Und ich fand die auch irgendwie alle mehr oder weniger sympathisch. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich so eine auf jeden Fall favorisieren würde. So, ich finde alle halt ganz nice, aber es sticht so keiner richtig heraus, muss ich ganz ehrlich sagen, der mich so anspricht und wo ich sagen würde, boah, die sehe ich echt gerne oder den sehe ich echt gerne immer. Ja, nee, ich fand eigentlich Nummer 5 am besten, weil einfach die Handlung auch so vorangetrieben hat. Ich dachte, es wäre Harold Jenkins. Harold Jenkins ist nicht sympathisch, aber er war einfach eine clevere Figur. Ein guter Bösewicht meinst du ein wohl. Ein guter Bösewicht. Antagonist. Guter Antagonist. Kommt hier. Da kommt der Fachjargon. Ja, gerade das Duden mal aus der Tasche gezogen. Nein, hier liegt kein Duden. Ja. Gibt auch noch andere. Noch Pons. Genau. Und Verlag. Nee, aber ich hätte jetzt. Ja, nee. Also, welche Fähigkeit ich am liebsten hätte, wäre tatsächlich die von. Wie heißt die nochmal? Alyssa? Allison, die hätte ich am liebsten. Obwohl. Einfach nur, um irgendjemand, der mich richtig nervt, einfach nur zu sagen: Ich hab das Gerücht gehört, du hältst jetzt mal die Klappe bis zu deinem Lebensende. Und dann meine Ruhe zu haben. Also man hat ja auch gezeigt, dass sie das Sorgerecht ihrer Tochter nicht mehr hat, weil sie ja nicht damit umgehen konnte, so kleine Kinder quengeln halt nun mal. Ja. Und sie hat ja ihre Kräfte dafür benutzt, dass sie nicht mehr quengelt. Ja, das, ich mag die, und das ich mag hat die trotzdem. Entwicklung des Kindes, glaube ich, auch beeinträchtigt, ganz ehrlich, weil das gehört einfach zum Kindsein dazu, oder? Ich meine, muss ja jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich glaube, wenn man seinem Kind so das verbietet quasi, dann ist das schon echt krass. Ich finde die Fähigkeit trotzdem super. Ja, ich finde auch, die ist ein bisschen too much vanity, weil die ist schon stark. Irgendwann also sagt man so, stark. Boah, dann kann man ja alles erreichen. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch Schauspielerin. Deswegen würde ich sie auch haben. Und so bekannt, weil sie diese Fähigkeit hat. Hat sie ins Radio geflüstert, ich habe das Gerücht gehört, ihr findet mich jetzt alle toll. Geht alle in den Film. Ja, ist echt so. So hat sie so unbemerkt in die Sounddateien eingesprochen. So, ich habe das Gerücht gehört, die findet mich alle toll. Ich fand, ich hätte am liebsten, glaube ich, die Fähigkeit von Nummer 5. Durch Zeit und Raumspringen. Durch Raumspringen ist bestimmt auch ganz witzig. Nicht nur, weil ich unglaublich gerne Doctor Who schaue, einfach weil man einfach so viele Möglichkeiten hat. Es wäre krass. Ja, also fast abgeschlossen. Nein, ich bin drin. Also ich muss ehrlich sagen, Einbrechen können auch sehr, sehr einfach werden dann. Mir ist doch eingefallen, wen ich jetzt am besten favorisieren würde. Ich würde sagen, Harold Jenkins. Ich würde sagen Nummer 6, also Ben. Ben. Doch, ich finde ihn so gut, der kommt mir viel zu selten vor und ich freue mich richtig darauf, wenn wir den irgendwie in Staffel 2 nochmal wiedersehen würden, ganz ehrlich. Welche Fähigkeit? Ben fand ich auch gut. Welche Fähigkeit ich... ich weiß nicht, ich...
Ich glaube, ich bin eigentlich ganz froh, ein Normalsterblicher zu sein. Weil ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Fähigkeiten von denen haben wollte. Irgendwie sind die doch alle so kaputt. Das liegt allerdings hauptsächlich am Vater. Ja, das glaube ich auch. Ja, klar, auch das. Aber man muss halt auch irgendwie damit erstmal klarkommen, dass man halt anders ist als andere Kinder. Und das ist ja auch nicht immer gut, weißt du. Wenn man irgendwie am Ende dann auch ausgegrenzt wird, deswegen haben die bestimmt auch nicht leicht gehört, ihr grenzt mich nicht mehr aus. Die waren glaube ich, auch nicht in einer normalen Schule. Nö, die waren immer zu Hause. Die haben immer Homeschooling gehabt. Wahrscheinlich von Mom, weil... Nee, der Vater hat es ja durchgehend trainiert, hat's ja nicht gebildet. Ja, aber nicht halt die Bildung, normale Schulbildung. Ich weiß gar nicht, ob sie... Hatten die überhaupt Bildung? Muss doch, wirklich, ja. Doch, bei Diego war es doch irgendwie so, dass sie ihm immer was vorgelesen hat oder sowas. Ja, die haben immer Geschichten vorgelesen. Ja, aber das ist ja auch quasi Bildung. Also ich weiß nur, dass Nummer 5 so ein krasser Mathematiker war. Der hat sein ganzes Zimmer voll gekrakelt mit mathematischen Formeln und es dann runterzubrechen auf 5 Der hatte ja auch viel Zeit nach Ende der Menschheit, sich ein bisschen Wissen anzueignen. Was auch seltsam fand, ich meine, der läuft da, keine Ahnung, 50 Jahre. Es ist anscheinend alles kaputt. Okay, kann sein. Warum aber dass der sich, dass er sich nicht irgend so ein Haus baut und wohnt irgendwie in so einem, ich weiß nicht, so einer der Art. Der wohnte dann ja in der Bücherei irgendwie, weil das war das Gebäude, das am wenigsten zerstört worden ist. Also ist klar, es war immer noch krass am Arsch so. Also, nee, es war halt einfach krass zerstört. Irgendwie überall lagen Trümmer rum, aber er hat ja auch gesagt, dass er sich das als Zuhause ausgesucht hat, weil das am wenigsten zerstört worden ist. Ja, okay, stimmt. Und deswegen... Was ich mich immer noch frage ist, hatte der das ganze Essen für die Jahre her? Ich meine, dass man was findet, gut, aber selbst Dosenessen wird nach 30 Jahren schlecht. Er hat schlecht. Gesagt, er hat sich irgendwie mit Maden durchgeschlagen. Oha, das hat sich aber er kann ja auch was gegessen. Vielleicht kann er was anpflanzen, wenn er noch so eine nicht verbrannt hat. Da war doch keine Grünfläche mehr. Und woher soll er die Samen haben? Dann gräbt er, ja, woher? Wenn irgendwo ein Gartencenter... Gartencenter. Nachdem der Mond auf die Erde geklatscht ist. Da steht jedes Er hat doch eine Schaufensterpuppe gefunden und einen Bollerwagen und noch... Ein Fahrrad. Noch Bollerwagen ist was anderes als eine Pflanze. Jetzt nee, keine Pflanze, diese Päckchen mit so ja, Pflanzen. Ja, aber komm, also hey, vielleicht findet... Überleben. Der findet... Bestimmt, aber... Der muss ja noch irgendwas finden. Aber alles voller Asche, die werden doch schon längst irgendwie verkohlt Asche oder ist, so. Nee, Asche ist sehr toll zum Anpflanzen. Zum Beispiel Vulkan, bei Vulkanerde, ich meine, da ist auch ganz viel Asche drin. Ja, aber wenn es doch keine Erde mehr richtig gibt, sondern nur überall Felsbrocken und es gibt doch diesen Bunker in der Schweiz, glaube ich, ist das, wo ja, alle komm, Pflanzen... erst mal von den USA ohne Transportmittel in die Schweiz, um dann da in einen Hochsicherheitsbunker einzubrechen. Straßen sind frei. Dass die Straßen frei sind, wäre mir nie aufgefallen, aber übers Meer und dann musst du noch in diesen Bunker vielleicht reinkommen. Man muss erst mal finden von dem Wissen und dann noch da reinkommen. Also ich bezweifle stark, dass der in diesen Bunker reinkommt. Doch, der kann doch durch den Raum springen. Also ich fand das schon echt stark, dass er es so überlebt hat. Ja. Ich meine, muss man sich halt echt mal vorstellen, dass er so als einziger Mensch auf dem Planeten gelebt hat. Ich hoffe, und da dann meint trotzdem ich nicht unterernährt war. So, er wirkte jetzt in den Rückblenden nicht so, dass er irgendwie krass abgemagert war. Also seine Wangen Er meinte auch einmal, er hätte noch so einen Keller gefunden, wo noch, ich glaube, ein Weinkeller war das. Vielleicht kenne der noch andere Keller, wo was zu essen drin ist. Er wollte ja seiner Frau dann was anbieten oder so. Meiner Frau. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, diese Endszene war, hat uns, glaube ich, alle fertig gemacht. Ja, diese Endszene, wo sie Tränen in den Augen hatten, habe ich auch so kurz gestutzt und dachte so... Okay, ist die vielleicht doch gar nicht so unreal, wie man immer glauben scheint? Vielleicht ist das auch immer eine ganz gute so Message an die Zuschauer, sodass nicht immer alles so misshandelt scheint. Keine Schaufensterpuppen. Nein, dass nicht immer alles so scheint, wie es ist. Nicht immer so ist, wie es scheint. Das, das kann sein. Wäre dann, so ähnlich wie Mom dann vielleicht so eine Puppe. Ja, aber Mom war halt ein Roboter und die ist halt eine Schaufensterpuppe. Die ist ja gezielt dafür gebaut worden, ne? Okay. Das war auch, also technisch gesehen war es ja auch kein Leben. Er bringt Leben. Halt echt krass die Lieblingscharaktere immer hier zur Sprache, ne? Ja, ne? So, ja, das ist wirklich so ein Harold Mom Jenkins, der war bestimmt eine Puppe, Jenkins. Ne? Okay, kommen wir jetzt mal zu Charakteren, den ich auch gerne mag. Und zwar zu Hazel, der ja geflohen ist am Ende. Hazel, das ist der dicke Mann. Attraktive junge Mann,
der für die Zeitagentur arbeitet. Ach so, der, mit das seiner, war so süß mit seiner Donut-Lady. Donut-Lady. Ja. Die war auch nie. Der hat es geschafft, der ist geflohen. Frage aber ist, wohin? In die Vergangenheit wahrscheinlich. Wo er halt hin wollte mit ihr, ne? Ja. Hat ja von der Frau, die er erschossen hat, den Zeitkoffer geklaut. Ich weiß nicht, glaubt ihr, kommt nochmal wieder oder ist seine Geschichte damit beendet? Ich denke mal schon, dass er noch ein glückliches sein. Ende gefunden. Aber ich würde mich freuen, wenn er nicht mehr vorkommt, weil dann hätte er halt sein Happy End gefunden. Ja, glaube ich auch. Und das ist, es passiert halt so viel Scheiße, ja, und dann wäre es irgendwie schön, wenn er so sein persönliches Happy End gefunden hätte. Und die Donut Lady, also der gönnt man es ja komplett, das ja. Ja, also den beiden gönne ich so, die müssen nicht, so obwohl ich, toll. Wo das eine tolle Figur ist, aber der braucht nicht wiederkommen, der hat es verdient. Der hat es richtig verdient, der hat es mal sowas von verdient. Ja. Anders aber Chacha, die ja noch lebt. Nee, die ist gestorben. Nein, die wurde aus dem Auto rausgeworfen und in der letzten Szene hat man die an der Telefonzelle gesehen. Wo sie dann versucht hat, den ihren Chef da, Entschuldigung. Ihren Chef, ihre Chefin zu alarmieren. Das funktioniert über diese Telefone, haben wir in einer Szene gesehen. Okay, die ist auch gestorben, aber wenn wir zurück in die Zeit gehen, dann. Ja, wenn wir zurück in die Zeit gehen, lebt ja noch jeder gefühlt. Ja, ich außer meine, Hazel. Ja, nein. Der ist ja geflohen. Der auch. Ja, wir wissen ja gar nicht, wo sie hingehen. Ja, aber man sieht ja in der Endszene, dass sie alle Kinder sind. Also müssen sie ja irgendwie in die Kindheit zurückreisen, aber oder nicht? Weil das macht sie, ja mal gar keinen sind Sinn. Sind sie dann... Oder nein, stopp. Sie müssen nicht in die Kindheit zurückreisen. Es kann ja einfach an diesem Fehler der Berechnung liegen, die Nummer 5 immer hat. Und er war selber wenn er durch die Zeit springt, ist er ja auch jung geworden. Ja. Und deswegen muss es gar nicht heißen, er hat Durchbruch hier, dass sie in die Kindheit reisen, sondern dass jetzt alle einfach nur wieder 13 Jahre sind, wegen seinem Berechnungsfehler, den er immer noch nicht aufheben konnte. Ja, obwohl, dann bräuchte man ja für die Zeitstaffel die komplett anderen Schauspieler. Ich weiß nicht, ob das... Ist das nicht animiert? Die Kinder? Na, also die sie? Waren das echte Schauspieler? Ich dachte die ganze Zeit, das wäre animiert oder so. War das nicht animiert? Was animiert? War die Serie nicht animiert? Was hast du für Serie geguckt? Ellen Page, hallo, Ellen Page, Riesenschauspielerin, also hallo. Aber irgendwie kam dieser Flair rüber, wie bei so, kennt ihr nicht diese Videospiele, immer diese Trailer, die auch so aussehen wie... Das ist wie ein Cinematic Trailer, ja, aber die, nein, sah nicht mal im Ansatz so okay, aus. Okay, das ist jetzt traurig. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre echt animiert. Oh Mann, das krass. Ist jetzt echt peinlich, Leute. Bisschen. Ja, nee, aber es wirkt ja immer so, weil die hat okay, so okay, weil vielleicht halt so eine Comic-Optik war, das ne? sah immer so comichaft aus und ich dachte immer so, boah, die sind echt gut im Animieren. Nee, okay, ja, gut, die war, dann war real, die aber Serie. Aber es sah echt so aus. Es war so sehr comic-lastig, sah es eher aus, das kann man... Aber kann es war, sagen. Nee, es war nicht animiert. Nee, leider nicht. Das ist jetzt echte Menschen spielen echt. Also den Schauspieler von Luther findest du auch bei Game of Thrones. Echt? Ja. Das ist jetzt sehr, sehr peinlich für mich. Aber gut, ich werde drüber wegkommen. Ach, schneiden wir. Nicht raus. Das wird nicht rausgeschnitten. Nee. Immer so, ja, schneiden wir raus und dann lassen wir es doch schon einfach nur zur Belustigung anderer. Ja, einfach das, nur. Einfach für mich. Die Quote. So. Bisschen peinlich muss immer Staffel 2, ich weiß, also ist glaube ich noch kein Termin genannt, aber ich... Ist auch kein Teaser raus, glaube ich, oder? Ja, noch lange nicht. Ich gucke sie. Ist ja gerade eben erst weil es war ein Überraschungserfolg für Netflix. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich denke mal auch, es ist ein finanzieller Erfolg. Ne? Ich hoffe jetzt einmal das mal, dass sein, sie sich gut genug verkauft hat. Also nee, die verkauft sich ja nicht, sondern es ist ja damit Product Placement. Ja, aber halt, dass gut genug Leute was? Product Placement in der Serie? Dadurch finanziert Netflix ja alle ihre... Ich habe da so gar also kein Product Placement gesehen. Nee, nicht wirklich, aber es gibt die Seite, die heißt Ben. Das ist sehr witzig, weil das hat productplacement.com führt zu einer Seite von der Firma Ben und da kannst du dann quasi dein Produkt in die Serie einkaufen. Hä, krass. Hey, okay, aber da war einkaufen. Was waren da für Werbung in der... Nee, diese da Donutladen oder was? Ich glaube... Hä? Weiß nicht, was da ist, soweit ich weiß. Keiner hat es mitbekommen. Aber sehr schlechte Schleichwerbung. Ich habe ihn nicht mitbekommen. Nee, aber das denke ich mal. Nicht so wenig. Also da wird auf jeden Fall was drin sein. Ne? Das hat man auch bei Narcos und so nicht gemerkt, aber es war auf jeden Fall was drin. Wo man es gemerkt hat, jetzt habt ihr Jurassic Park geguckt, Jurassic World, da ich eine Autohersteller einfach ungefähr so Sekunden einfach so durchs Bild fährt und richtig. Unnötig, einfach umhergefilmt. Meinst du diese Ja, diese Werbung eines, das piepen wir gleich erstmal raus.
eines deutschen Autoherstellers, weil ich dachte, okay. Ja, nee, da kenne ich mich nicht so aus. Nee, macht doch nichts. Ja, nee, soweit ich weiß, das ist auf jeden Fall ein Film. Aber für Netflix war eine gute Serie und ja. Ich bin echt gespannt auf die zweite Serie. Die zweite? Du meinst die zweite Staffel? Ja. Ja, schon, Mensch, hier. Schon so spät hier. Okay, ich würde jetzt ähnlich wie bei einer bekannten ARD-Sendung machen. Ich würde sagen, Abschlussrunde. Auf einer Skala, hat keiner verstanden die Anspielung, auf einer Skala von, von 1 bis 5. Einfach also 5 Sterne ist das Beste wie bei Hotels und 1 Sterne ist ein Bed and Breakfast. Wie viele Sterne gibt dir Umbrella? Bed and Breakfast. Ja, 5 Sterne ist super, 1 Sterne ist schlecht. So. Wir müssen aufhören, die Witze werden schlechter. Und das war schwer. Das sagt derjenige, der sie die ganze Zeit erzählt. Ja, selbst. Oh, Hannah, hör du mal auf, Witze zu machen. Ne? Ich kann echt keine Witze. Alle Witze, die ich lustig finde, finden alle nur so, okay. Nicht nur so traurig. Ja, wo sich wegschmeißen alle nicht. Ja, Bewertung. Abschlussrunde. Auf einer Skala von 1 bis 5 das Beste, 1 ist das Schlechteste. Wie viele Sterne würdet ihr dieser Serie geben? Also ich tatsächlich 4 von 5, weil ich fand die Serie echt spitze. Also ich würde mich voll auf die zweite Staffel freuen. 5 von 5 jetzt, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so, ich finde nichts Vergleichbares. Ich fand die Storyline echt gut und auf jeden Fall auch die Charaktere halt auch super umgesetzt. Deswegen würde ich 4 von 5 Sternen geben, auf jeden Fall. Bei mir wären es, glaube ich, 3,5 von 5. Einfach, weil die Serie ist schon gut, ne? Mhm. Das Problem ist nur, sie ist so extrem speziell, dass ich es nicht unbedingt... Also 4 von 5 wäre für mich so eine generelle Empfehlung bei einer sehr guten Serie und 3,5 wäre dann... Das ist eine sehr gute Serie, die aber sehr speziell ist. Eine so spezielle, finde ich, Zielgruppe hat, dass es nicht jedem gefallen wird. Das wird es nicht. Nicht jeder das mögen wird. Und es hat mir so ein bisschen gefehlt. So nicht viel, aber so ein bisschen hat mir noch gefehlt da. Ich weiß nicht woran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht woran. Ich fand halt das Interessante das Ticken gefehlt. An dieser Serie war auf jeden Fall, ich dachte so am Anfang, ja, jetzt kämpfen die gegen das Verbrechen und jede Folge irgendwie so ein irgendjemand wird da aufgescheucht und dann festgenommen oder sowas. Aber es ging ja wirklich eigentlich in der Serie nicht um den Kampf gegen das Verbrechen, halt klar, jetzt gegen den Weltuntergang, aber jetzt nicht einzeln gegen Verbrecher, sondern eher um die Beziehungen untereinander und halt auch diese Rückblenden und so weiter und um Familienzusammenhalt und sowas. Also nicht so eine typische Superhelden-Serie, die man jetzt kennt von Flash oder sowas. Ja. Und das fand ich halt echt mal ganz cool, weil es war mal was anderes auf jeden Fall. Ich fand's auch speziell und ich fand die vor allem so die erste Hälfte fand ich jetzt, würde ich auch sagen, 3 Sterne. Aber so die letzten 5 Folgen, die zweite Hälfte, fand ich war ziemlich, ziemlich gut. Ich würde 3,75. Ich weiß nicht. 3,5 klingt so schlecht. Ich würde 4 geben. Es war eine spannende Serie. Ja. Gerade das Ende hat es rausgehauen. Die Serie könnt ihr sehen auf Netflix. Exklusiv. Falls wir das noch nicht gesagt haben. Exklusiv, genau. Ja. Ist auf jeden Fall spannend. So, dann bedanke ich mich erstmal hier an euch beide, dass ihr an dem ersten Podcast teilgenommen habt. Sehr gerne. Und ihr solltet auf jeden Fall jetzt nochmal die Serienrezension zu Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina anhören. Das ist nämlich auch ganz interessant. Auch eine Serienempfehlung. Dann bedanke ich mich und man hört sich wahrscheinlich irgendwann. Bis dahin.